Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark mit Lizzy auf Interloper. Und wir haben in der letzten Folge den Three Strikes Bauernhof besucht. Und das war schon eine Tortur, wenn ich das mal so sagen darf. Das war schon echt nicht ohne. Wir haben das aber soweit eigentlich ganz gut hingekriegt. So, das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall nochmal raus. Und ich habe mir jetzt, wie am Ende der letzten Folge angekündigt, eine Karte aufgemacht und habe festgestellt, dass in der Nähe des Three Strikes Bauernhofs in der Tat eine Höhle ist. Und zwar gar nicht mal so weit entfernt. Und lustigerweise genau in der Richtung, wo wir den Wolf gesehen haben, wo die anderen Schößlinge waren. Ne? Das heißt, da in diese Richtung würde ich jetzt nochmal gerne hin. 88%, 59%, das trocknet alles hier vor sich hin. Wir haben soweit alles mit, was wir brauchen. Ich werde mir jetzt noch ein Kilo Bärenfleisch, 2 Kilo Bärenfleisch mitnehmen. Ich möchte gerne, na, also wir haben jetzt noch ein Kilo Reh, glaube ich. Gucken wir mal. Ja, nicht mehr ganz ein Kilo Reh. So. Und ich werde mich jetzt nochmal genau in dieselbe Richtung aufmachen. Das heißt, wir sollten da lang gehen. Minus 17 Grad. 64% Zustand. Ja, nee, Klaus. Oh, es tut mir leid, ne? Aber das kann ich eigentlich bei den Temperaturen mit dem Zustand echt nicht machen, ne? Passt auf, wir machen das anders. Wir machen das anders. Der Weg zum Three Strikes Bauernhof ist mir echt ein bisschen zu unsicher. Ich werde mich jetzt hier gerade noch mal kurz aufwärmen. Wir werden das anders machen. Wir werden jetzt die Straße entlang gehen. Die Straße zur langgezogenen Kurve heißt es, glaube ich, wo das andere Auto noch steht, also Richtung Funkturmhügel. Denn ich bin mir sicher, da waren wir auch noch nicht. Und da gibt es auch in der Nähe eine, also relativ in der Nähe eine Höhle. Dann werden wir das so machen. Wobei ich sehe gerade auf der Karte, das könnte eine Bärenhöhle sein. Ne? Das könnte natürlich, das könnte doof sein. Zumindest haben wir ein Auto da, ne? Wo es ein bisschen wärmer ist, wo wir mit dem Bärenfellschlafsack vermutlich auch ganz gut schlafen können. Ich glaube, das würde ich eher machen mit den Prozenten. Ganz im Notfall ist der Funkturm in erreichbarer Nähe und relativ gefahrlos zu erreichen. Ne? Dann werden wir das so machen. So, ich warte noch, bis wir ganz warm sind. Und los geht's. Also, Richtung Straße erstmal. Ja, jetzt bei dem, sowieso Richtung Straße. Da kann man sich zumindest nicht verlaufen. So, und ich werde trotzdem gehen, ne? Ich werde nicht rennen, ich werde gehen. Also die Höhle in der Nähe von der langgezogenen Kurve wäre natürlich. Also wir müssen gucken, wenn da Knochen vorliegen, dann werde ich da nicht pennen. Das müsste theoretisch der Bär sein, der hier am Bauernhaus auch schon mal seine Runden dreht. Ne? Den haben wir zwar vor ein paar Folgen erschossen. Das ist aber nicht so ratsam, finde ich. So, minus 16 Grad ist ja wenigstens eine halbwegs gute Temperatur. Ne? Ich bin ja schon zufrieden, wenn es nicht unter minus 20 Grad sind. Das wollte ich hier gerade noch mal gucken. Ich habe da Bartflächen in der Ferne gesehen, ja. Aber um die werde ich mich jetzt gerade erstmal nicht kümmern. Wir müssen gucken, wenn wir auf dem Weg irgendwie noch Stöcke finden oder sowas, würde ich die gerne mitnehmen. Aber nur in relativer Nähe von unserem Weg. In relativer Nähe unseres Weges. In relativer Nähe unseres Weges, Klaus. Lern mal sprechen. So. Ich mache das für mich hier gerade nochmal ein bisschen lauter, denn jetzt haben wir gerade keinen Sturm und das ist dann lautstärke technisch deutlich erträglicher. Also, wir werden die Straße hier runtergehen. That's the plan. Und ich werde versuchen, nicht zu sprinten. Ich werde versuchen, dem zu widerstehen. So, da oben geht es theoretisch hoch zum Turm und da kann eine Leiche liegen und da liegt vermutlich auch eine Leiche, denn ich sehe Krähen, aber ich glaube, die liegt oben, ne? Ja, ja. Ungeschickt.
Denn wir werden jetzt mit Sicherheit kein Seil hochklettern. Mit Sicherheit nicht. So, wir folgen dem Weg der Straße einfach bis zum Ende. Dort gibt es nochmal... Ich hoffe, dass wir da noch nicht waren. Dort gibt es halt nochmal ein Auto. Dort... Ah, Brechstange vergessen. Egal. Dort gibt es eine Leiche. Das heißt, wir gehen nicht ganz umsonst. Es gibt mindestens Krähenfedern. Schwacher Trost, aber zumindest ein bisschen was. Wenn wir da noch nicht waren, gibt es auf jeden Fall eine Leiche da. Da gibt es auf jeden Fall Hagebutten noch. Ne, von daher werden wir da auf jeden Fall das eine oder andere finden. Und dann müssen wir überlegen, wenn wir dem Flusslauf in der Richtung dann weiter folgen. Ne, also in der Richtung und dann nach hinten links abbiegen, hinter den letzten Bäumen, die man da sieht. Dann ist da oben irgendwo eine Höhle. Also wir müssen der Kurve noch ein bisschen weiter folgen. Aber ihr wisst, worauf das hinausläuft. Ne? Da gibt es auf jeden Fall irgendwo eine Höhle. Das heißt, das könnte das Ziel sein. Das geht einfach so schnell mit dem Unterkühlungsrisiko, ne? Das ist einfach... Und wir werden da klamottentechnisch echt nicht mehr viel dran ändern können, ne? Also viele Upgrades gibt es nicht mehr. Wir können noch versuchen, uns zwei Bärenfellmäntel zu machen, die natürlich dann wieder aufs Gewicht drücken, die natürlich ein bisschen Temperatur bringen, aber klamottentechnisch werden wir nicht viel Besseres finden von dem, was wir jetzt schon haben. Also von den findbaren Klamotten werden wir nicht mehr wirklich viele Verbesserungen kriegen. Merde. Ein paar Handschuhe gefunden, super. Ich bräuchte eigentlich Schmerztabletten. Wenn ich Schmerztabletten finde, ne, dann bin ich direkt weg in einen instanzierten Raum. Und ich frage mich gerade, ob das auch mit einem Auto funktioniert. Mit den Tabletten. So, ich sprinte jetzt doch mal ein bisschen, weil es ist nicht mehr so lange hell und wir müssen uns echt ein bisschen beeilen. Ich glaube, da liegt auch noch Holz. Also wir waren hier auf jeden Fall noch nicht. Wie man an den Hagebutten sieht. Ne, da lag doch kein Holz. Schade. Aber auch hier müssen wir zwangsläufig nochmal hin, denn im Kofferraum könnte noch was sein. Auch wenn das Risiko oder die Chance relativ gering ist, dass wir da was finden. Sollten wir es dennoch versuchen. So, die Krähenfeder nehmen wir natürlich auch mit. Eine Fackel. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Eine Fackel ist gar nicht mal so uncool, wie man meinen könnte. Ja, danke, mein Lieber. Wer hat mir denn hier Felle hingelegt? Das ist ja mal sensationell. Der alte Bärentöter. Oh, das ist, also, ne, Kaninchenpelz. Aber das Bärenfell, das ist ja mal sensationell gut. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Respekt. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Was hat denn das für ein Zustand? 100%. Voll super. Fertig getrocknet auch noch. Voll super. Super duper. So, okay. Ich werde Rohrkolben hier auch nochmal stehen lassen. Wir machen für die Rohrkolben nochmal eine extra Tour. Ich werde die Rohrkolben jetzt erstmal nicht mitnehmen, denn mir geht es jetzt gerade erstmal darum, die Kälte relativ gut zu bekämpfen. So, und da müssen wir hoch. Irgendwo. Um zur Höhle zu kommen. Die Frage ist, ob wir hier von dieser Flussseite... Oh, da sind nochmal Bartflächen. Ob wir von dieser Flussseite da irgendwie hochkommen. Da hinten ist nochmal eine Leiche. Das könnte auch eine menschliche Leiche sein. Ne? Habe ich gerade auf der Karte mal eben verifiziert. Deswegen muss ich da hin, ne? Schmerztabletten, ihr wisst schon. Wenn ich da Schmerztabletten finden sollte, dann weiß ich auch, wo es als nächstes hingeht. Nämlich nicht in die Höhle, sondern zum Bauernhaus. Ich versuche echt...
jede Möglichkeit zu nutzen, die Tabletten zu retten. Mir ist durchaus bewusst, dass die Chance darauf relativ gering ist, ne? Aber wenn es eine Chance gibt, dann muss ich versuchen, die zu ergreifen. Aber zumindest hat er keine hier rumliegen. Affe. Okay, die Bartflächen, da kümmere ich mich jetzt gerade auch noch nicht drum. Das nimmt mir gerade zu viel Zeit in Anspruch. Wir müssen rüber zur Höhle. Denn wenn wir bei der Höhle nicht schlafen können, müssen wir noch weiter zur nächsten Höhle. Zustand ist jetzt auch echt kein Highlight, ne? Muss man mal so sagen. So, hier müssen wir rum. Und ich befürchte fast, dass das echt die Bärenhöhle ist. Und dann stellt sich mir die Frage, gehen wir das Risiko ein und pennen da eine Nacht? Aufgrund der Tatsache, dass der Bär eigentlich noch nicht respawnen sollte. Aber ich habe, das ist nur ein Gefühl, ne? Das ist wirklich nur ein Gefühl. Ich kann nicht sagen, dass ich da einen genauen Überblick drüber hätte. Wie viele Tage ein Bär braucht, um zu respawnen und wie viele Tage jetzt schon rum sind. Also wie viele Tage rum sind, kann man ja verifizieren. Das kann man nachprüfen. Oh, und da liegen Knochen, ne? Das ist jetzt wirklich ein Risiko. Ich werde in die Höhle mal auf jeden Fall mal kurz reinschauen, um zu gucken, ob wir da irgendwas Nützliches finden. Aber das ist die Bärenhöhle, ne? Und das ist echt uncool. Aber hier sind es 10 Grad drin. Ne? Die Frage ist ja auch, wie weit kommt der Bär hier rein? Ne? Aber so riesig ist die Höhle nicht. Wir werden auf jeden Fall mal kurz hier verweilen und ein bisschen was essen. Um das Gewicht ein bisschen zu reduzieren wieder. Aber das ist jetzt echt... Also die nächste Höhle ist... noch ein gutes Stück von hier entfernt. Ne? 4 Stunden Tageslicht reichen auf jeden Fall aus. Aber wir müssten eigentlich hier und ich werde jetzt hier eine Stunde schlafen, um warm zu werden. Aber wir werden nicht hier übernachten. Wir werden nicht hier übernachten. Denn das Risiko, dass der Bär hier über Nacht spawnt, ist mir einfach viel zu groß. Deswegen werde ich zur nächsten Höhle rüberlaufen. Ich werde es zumindest versuchen. Wir sind wieder ein bisschen aufgewärmt. Zustandstechnisch hat das natürlich nicht wirklich viel gebracht, nur die Stunde Schlaf, aber das war auch nicht unbedingt das primäre Ziel. Wir werden jetzt versuchen, die nächste Höhle zu erreichen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Minus 30 Grad ist natürlich echt auch eine Rotztemperatur. Aber es geht nicht anders. Ne? Wir müssen hier weiter. Einzige Alternative wäre, zurück zum Bauernhaus zu laufen. Und das ist eigentlich keine wirkliche Alternative, denn wir haben eigentlich nicht viel geschafft. Ne? Muss man mal so sagen. So, ich werde hier lang gehen. Ich werde mal nicht dem Flusslauf folgen. Auch wenn das eigentlich schneller gehen würde, aber... Wir kommen hintenrum sowieso wieder zum Flusslauf. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. So, und Wölfe ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Ich werde mir jetzt die Flairgun rausholen, weil bei dem Zustand werde ich nicht mit Pfeil und Bogen kämpfen, falls uns ein Wolf begegnen sollte. Ja, 2-3 Mal. I know, Lizzie, I know. Habe ich eigentlich genug Material zusammen für eine Schneehütte? Das wäre ja die nächste Frage, ne? Okay. Ich bin hier lang gegangen, weil hier hätten noch Schößlinge sein können, waren aber keine. Ach, da unten. Ist ein Schößling. Ne, komm. Den nehmen wir auch nicht mit. Wir müssen echt schnell zur Höhle kommen. Wenn wir die Rohrkolbenrunde hier am Fluss entlang gehen, werden wir den schon mitnehmen. Also den werden wir nicht übersehen.
So, und jetzt müsste gleich auf der linken Seite der Wasserfall kommen. An dem müssen wir noch vorbei. Und hinter dem Wasserfall möglichst schnell links abbiegen. Also ich werde versuchen, da vorne hochzukommen. Oh, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich werde es trotzdem versuchen. Prozent Zustand, das ist echt irgendwie fatal, fatal. So, ich werde versuchen, da hochzugehen. So eine Höhle hinter so einem Wasserfall wäre auch sensationell, ne? Also wirklich hinter einem Wasserfall. Da hätte man auch irgendwie mit der Schneehütte vielleicht rasten können. Ich gerade, hä, so Kletterpunkt? Wieso soll ich denn da mit einem Seil hochklettern? Das macht doch gar keinen Sinn. So, und hier sind wir auf jeden Fall weitestgehend richtig. Jetzt ist nur die Frage, können wir von hier die Höhle vielleicht sogar schon sehen und kommen wir hier rum, ohne dass wir den Umweg da hinten lang gehen müssen? Am Wasserfall sind wir eigentlich vorbei. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste da oben eigentlich eine Höhle sein. Und wir kommen sogar hier relativ geschickt rum. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Hey, hier muss irgendwo eine Höhle sein. Ich bin mir sehr sicher, dass hier eigentlich eine Höhle sein muss. Oh, warte. Da habe ich was gegen. Solange wir die Tabletten noch haben, ne? Hey, das gibt's doch nicht. Hier muss eine Höhle sein. Vermaledeite Hundekacke. Hier. Oh, da. There is a Höhle in my life. And it is not instanziert, egal. Und man kann nichts sehen in dieser Höhle. Was mir aber eigentlich relativ egal ist, ne? Hauptsache, wir sind warm. 8 Grad. Und das ist super. So. Und hier halten wir es, glaube ich, aus, eine ganze Nacht lang. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf Nummer sicher und werde hier mit dem Bärenfellschlafsack schlafen? Ich glaube, das werde ich tun. Einfach wirklich, um auf Nummer sicher zu gehen. Denn mit dem Bärenfellschlafsack sollten wir hier nicht unterkühlt werden. Und wir können ganz entspannt einfach 10 Stunden am Stück schlafen. So, Höhle gefunden. Sehr schön. So, minus 2 Grad. Das hätte auch der normale Schlafsack offensichtlich getan. Aber weiß man ja nicht, ne? So. Minus 5 Grad. Jetzt hätte es der normale Schlafsack nicht mehr getan. Minus 6 Grad. Minus 8 Grad. So, pass auf. Plus 9,8 Grad. Krass, ey. Selbst der Bärenfellschlafsack reicht nicht mehr, um uns hier warm zu halten. Das ist echt der Hammer. Und ich muss jetzt hier warten, bis das Wetter besser wird. Plus 3 Grad, plus 4 Grad, plus 5 Grad, plus 6 Grad. So. Aufheben. Normalen Schlafsack, der jetzt wiederum wieder reicht.
So, und gut, dass wir so viel zu essen und zu trinken mitgenommen haben. Ne, Essen fast weg. So, wir schlafen. So, 2 Grad plus. Perfekt. Um uns in der nächsten Folge hier aufzumachen, denn wir machen jetzt hier mal nach 20 Minuten wirklich Schluss. So, super. Wir sind wieder relativ fit. 67% ist jetzt echt kein super Zustand, auf dem man sich ausruhen sollte, könnte, dürfte, müsste, hätte. Aber das ist erstmal okay. 170 Tage haben wir erreicht. Und das ist echt ein Drama hier, ne? Wir werden in der nächsten Folge nochmal ein Stückchen Richtung Three Strikes Bauernhof gehen, denn zum einen gibt es da noch eine Leiche, da ist noch ein Schößling, den wir übersehen haben. Ich würde gerne die Hagebutten und sowas mitnehmen, sodass wir die Ecke, sage ich mal, relativ frei haben, ne? Erforscht haben, dass wir da nicht mehr hin müssen. Das wäre total super. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, das Däumchen oben nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark mit Lizzie auf Interloper wieder. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend.